hoffen, dass keine Monster übrig sind, die mich anfallen könnten. Das wäre nämlich schlecht. Ich habe jetzt auch irgendwie total Bock auf Chips oder so. Kann aber gerade keine essen, weil keine da sind und ich aufnehme und ich keine holen will. Aus Faulheit. So, ich rede schon wieder wenig. Also, ja. Um noch. Hi Wolfi. Um noch ein bisschen zu diversen Dingen zu kommen, die im Let's Play eine Rolle spielen werden. Ich werde noch Musik einfügen als Hintergrund. Die auch möglichst passend. Ich will das nicht unbedingt so nebenher laufen lassen, weil das frisst viel zu viel Speicher zusammen mit Camtasia. Hab zwar 60 GB, aber. Ja, ich. Außerdem ist es ein bisschen blöd, wenn jetzt irgendwie ein Tune kommt, der überhaupt nicht passt, weil zum Beispiel irgendein Creeper hat meine Bude in die Luft gejagt, dann kommen nochmal drei Creeper und jagen den Rest der Bude in die Luft. Ich bin voll aggro und dann kommt auf einmal ein Tune wie. Dann. Gah, kriege ich nur Anfälle. Ja. Ja. Schön veranschaulich. Ja. Nee, ich habe jetzt keinen Bock, da irgendwie Anfälle von zu kriegen, von der Musik. Deswegen baue ich die immer so schön im Nachhinein ein. Kann gar nichts passieren. Ja, das war's schon wieder mit der ersten Spitzhacke. Spitzhacke. Mit der ersten Axt. Während ihr hier meine wunderschöne Tasse seht, auf der ganz fett Sachen stehen. Ist natürlich immer die Schwierigkeit, nicht ans Mikro zu stoßen. So, runtergraben, 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 runtergraben. What the fuck? Scheiß Setzling. Also wirklich geschockt hat er mich jetzt nicht, aber. Denkst du auch im ersten Moment was anderes? So, ich werde mich auch jetzt demnächst ein bisschen auf die Suche nach Schafen machen. Schafe sind wegen Wolle und so ganz wichtig. So, da ist irgendwo ein Bug. Damit habe ich den Bug schon ausgefüllt. So. Das war jetzt eigentlich der falsche Baum, wenn ich mal überlege, weil der ziemlich hoch war. Ich wollte jetzt eigentlich keine Zeit so abzustellen. Aber auch nur, wenn man nach dem geht. Und bei meinen tiefgründigen Überlegungen ist das natürlich so. Also, laufen wir mal zurück. Tauschen. Sofort wieder ein paar Setzlinge pflanzen, das ist nicht ganz so schlecht. Die stehen zwar im Weg rum, aber man hat schnell wieder neues Holz. Und das ist vor allem jetzt in der Immobilienindustrie sehr nützlich. Schau, das macht die Eiche da.
halte man auch mal ein bisschen im Schatten. Muss ein bisschen gucken, weil nichts drauf spawnen soll, was dann in mein Haus fällt. Was ich jetzt machen werde, ist, ich werde hinaus. Bisschen Stein abbauen. Also was, das kann ich eigentlich mal verarbeiten. Und hier einen Knopf hinmachen. Ein super sexy Knopf, der uns hier den Eingang ein bisschen erleichtert. Holz tun wir mal bitte da rein. Und dann gehe ich einfach mal Sachen einbauen. Da muss ich auch nur noch aufmachen, nicht mehr zumachen. Das ist ganz gut. Der Tintenfische nervt langsam. Erstmal zwei Tintensäcke. Die Tintensäcke werden von Tintenfischen fangen gelassen. Fallen gelassen. So, jetzt sehe ich mich mal. Oh. Ein freundlicher Geselle. Der ist prinzipiell nicht ganz so freundlich. Aber dafür recht explosiv. Ich würde mal sagen, bevor uns hier noch einer vor der Haustür spawnt, mache ich da mal wieder. Bisschen zu. Weiß auch nicht, wie da was spawnen kann. Das mache ich dann auch erstmal zu. Ist sowieso nichts Wichtiges drin. Dass es da nicht zu dunkel wird oder so. Und, ach guck mal, noch ein Creeper. Vor Creepern sollten wir uns hier mal richtig in Acht nehmen, denn die sind nicht ganz ungefährlich. Die können mich jetzt theoretisch noch mit einem in die Luft geh töten. Dein in die Luft geh, das ist natürlich wieder... So eine tolle Wortneuschöpfung von Neon. Der revolutioniert den Duden. Der sorgt für die nächste Rechtschreibreform, ey. Jetzt habe ich natürlich die Werkbank nicht dabei. Schon wieder die Sonne unter. Wisst ihr uns verarschen? Es ist ja die Eigenheiten solchen Let's Plays, dass wirklich 95% der Zeit im Let's Play die Sonne untergegangen ist. Zack. Und da war es wirklich ein Steinschwert. So, denn ich habe so die Eigenheit, dass ich hier zack, das Oberste hier runter teleportiere. Und dann ist er natürlich erstmal das zweite Holzschwert griffbereit, bevor ich dann das Steinschwert aufbaue. Sachen einordnen, die ich brauche. Oder nicht zu brauchen scheine. Dann kann ich mir eigentlich mal überlegen, was ich jetzt genau mit der Bude hier nochmal habe. Wir verarbeiten erstmal alles. Und da
kommen, fasse ich mal den Entschluss, ich werde das hier ein bisschen ausbauen. Ich muss hoffen, dass kein Skelettkopf mich runterschießt. Das heißt, das ist natürlich saugefährlich. Dann werde ich direkt mal so machen. Das kleine Sicherheitsport. Was spawnt. Moment, doch, die Tür ist abgefallen. Mein Gott. Ich bin heute auch wieder clever wie ein Stück Brot. Schon kein Creeper spawnen. Doch erschlage ich ihn. So, das ist natürlich jetzt komplett sicher. Kann man sich drauf verlassen. So Flugeinlagen wie Steve oder Herobrine wird der nicht einlegen. Und kein Monster oder kein Zombie auch nicht. Und Herobrine existiert ja nicht mehr. Den Herobrine-Mod habe ich auch nicht. Zugegebenermaßen, ich habe ja gerade gar keine Mods drin. Und das hat so den Sinn, dass ich ein bisschen eben natürlich mit Minecraft anfangen will. Darum habe ich jetzt auch kein Texturenpaket erstmal. Das wird aber alles mit der Zeit kommen. Mods, Texturen. Ich habe ein paar tolle Texturenpakete. Und die werden, ja, die werde ich mit der Zeit einsetzen. Wenn ihr Tipps habt, dann werde ich die natürlich auch überprüfen. Schreibt es einfach in die Kommentare, von wem, wie es heißt und zur Not. Ihr könnt mir selbstverständlich auch per PN einen Link schicken. Den kann man ja leider schlecht in den Kommentaren posten. Schickt mir Links einfach Modifikationen oder Texturenpaketen per PN. Benennt es dann Mods und Texturenpaket für Minecraft oder irgendwie anders. Könnt ihr Nachricht auch ich bin der Panzerfahrer nennen, aber das solltet ihr euch nicht angewöhnen. Genauso solltet ihr mich nicht zu spammen. Nehmt doch bitte das Texturenpaket und das Texturenpaket und... Ja, ich weiß, der hat das schon vorgeschlagen, aber nehmt das Texturenpaket unbedingt. Sonst heul ich, sonst deabonniere ich dich. Da bist du voll das Arschloch. Ich bin der Shooter King. Sowas kann ich gar nicht machen. Weil dann gibt's auch ganz schnell mal eine Sperre. Also, solange nicht nervt, nehme ich alles ganz gelassen entgegen. Gibt dann auch erstmal eine Warnung vor der Sperre. Das heißt, für unabsichtliches Nerven gibt es nicht direkt einen Block. Also, ja, so viel dazu. Wir werden dann ja sehen, wie das alles läuft. So, ich hoffe auf eure große Mithilfe mit Bauwerken, Texturen und Mods.